Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit der HSBC Deutschland. In dieser Sendung sprechen wir über Gold und Silber. Dabei schauen wir uns die beiden Metalle aus fundamentaler und aus charttechnischer Sicht an. Dazu begrüße ich jetzt Matthias Hüppe von der HSBC Deutschland. Herr Hüppe, es scheint gerade so, als käme Gold nicht so wirklich in die Gänge. Welche Faktoren beeinflussen denn aus fundamentaler Sicht den Goldkurs? Ja, eigentlich sollte man denken, das Umfeld für Gold kann ja nicht besser sein. Wir haben einen negativen Realzins. Wir haben Inflation, das müsste doch eigentlich für Gold positiv sein. Doch leider sehen wir ja in der Vergangenheit, dass es eben mit Gold jetzt in letzter Zeit nicht mehr so rosig läuft. Und ein besonderer Grund ist da einfach das Thema der Zinsen. Die Fed hat ja schon angekündigt, naja, das Thema Inflation, das sehen wir zwar, aber das ist gar nicht so wichtig. Für uns ist eher das Thema Wirtschaft wichtig. Und da läuft es und dementsprechend auch die expansive Geldpolitik, da soll man ein bisschen zurücktreten und das Thema Zinsen soll dann auch mal kommen. Und Zinsen sind natürlich so gesehen Gift für den Goldpreis als Opportunität. Und das sieht man, das Ganze spiegelt sich dann im Goldpreis wieder. Ich glaube auch gestern Abend war das so ein bisschen, da kamen ja private Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Eine kurzfristige Reaktion vom Goldpreis, weil die Zahlen schlechter als erwartet waren. Das war aber dann nur ein Strohfeuer. Die Fed hat auch gleich schon gesagt, naja, also für uns sieht es jetzt nicht so aus, als wenn das jetzt so entscheidend ist. Ich glaube, da gucken die meisten Anleger erstmal auf Freitag. Aber alles in allem ist das so das Spannungsbild, was wir bei Gold einfach sehen. Das Thema Zinserhöhung und natürlich auf der anderen Seite, was positiv für Gold wäre, wäre natürlich das Thema, wenn dann doch wieder Covid stärker wird, die Delta-Variante sich stärker durchdrückt und da dann doch durch die Wirtschaft den Druck kommt, hinsichtlich Fed weiterhin expansive Geldpolitik zu betreiben und den Zins vielleicht dann doch nicht zu erhöhen. Betrachten wir das Ganze doch mal aus charttechnischer Sicht. Sie haben uns hier einen Chart mitgebracht. Welche Marken sind da jetzt spannend? Ja, es ist spannend, es ist schon. Da muss man sagen, die 1800, das ist auf jeden Fall dieses Rückzugslevel, was wir gesehen haben. Positiv kann man sagen, wir sind in einer Korrekturflagge und wir haben vielleicht eine sogenannte inverse Schulterkopf-Schulterformation, die dann potenziell nach oben gibt. Entscheidend sind hier aber nochmal so die Marken so um die 18.30 rum, da sollte es drüber gehen und da muss es auch dann wirklich mal dauerhaft drüber gehen und dann wäre erstmal das nächste Level die 19.20, das ist so das Septemberhoch von 2011, das vorherige Allzeithoch, da sollte es nochmal drüber gehen, um dann wirklich Schwung zu geben, dass wir mal wieder Richtung 2000 kommen. Auf der anderen Seite bei 17.50, da sollte man aufpassen, also wenn wir die 1800, wenn wir da nochmal deutlich drunter gehen, dann sind dann doch eher wieder die Bären im Vorteil, also wie gesagt, auch hier so ein bisschen das Bild, ähnlich wie wir es fundamental haben. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Wir befinden uns so ein bisschen im Niemandsland. Wichtig ist erstmal, dass wir die 1800 nicht deutlich runtergehen. Aber nach oben muss es auch mal einen deutlichen Impuls geben. 18.30, wie gesagt, aber dann auch von längerer Dauer. Silber gilt ja bekanntlich als der kleine Bruder von Gold. Mit dem wesentlichen Unterschied, dass Silber nicht nur ein Edelmetall ist, sondern auch ein Industriemetall. Wenn wir uns den Kursverlauf von Silber ansehen, sehen wir sehr starke Ausschläge. Wie ist Ihre Einschätzung für den Silberkurs? Ja, bei Silber muss man ganz klar sagen, Silber ist halt, und das ist, auch wenn es der kleine Bruder von Gold ist und schon immer so gern gesagt wird, muss man sagen, bei Silber ist es natürlich so, Silber ist ein Industriemetall, während Gold eher eine Währung ist. Und natürlich, die Nachfrage nach Silber entscheidet über den Silberpreis und die Nachfrage ist durch die industrielle Nachfrage hauptsächlich geprägt. Das heißt, eine steigende industrielle Nachfrage wäre ein positiver Effekt für Silber. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Silber hat ja fast eine Verdoppelung nach März letzten Jahres erzielt, also sich sehr positiv entwickelt aufgrund der höheren Nachfrage, die entschieden ist. Ist es ein bisschen runtergekommen. Aber klar, ich sag mal, fundamental spricht natürlich das Thema Klimawende. Da wird viel Silber benötigt für Photovoltaik etc. Positiv dafür. Also hier auch beim Silber ist vielleicht der umgekehrte Effekt. Sollten wir sehen, dass es innerhalb der Wirtschaft weiter Nachfrage gibt, dass die Delta-Variante eben keinen negativen Einfluss auf die Weltwirtschaft hat, dann wären das positive Signale für die Nachfrage für Silber und dementsprechend natürlich auch für den Silberkurs. Wie können Anleger sich denn in der aktuellen Marktlage gut positionieren und in Gold oder Silber investieren? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir sehen es vielleicht die langfristigen Anleger natürlich, die das Ganze über ETPs, also Euwax Gold, Xetra Gold oder auch ETFs machen. Die kaufen natürlich weiterhin zu, sehen das auch das Ganze jetzt gerade bei Gold natürlich sozusagen als eine gewisse Absicherung im Portfolio, als eine Beimischung. Wir haben aber auch schon gesehen, dass es natürlich schon wieder ein bisschen Verkäufe gab, als es dann doch deutlicher Druck im Juni kam, dass einige sich da doch wieder vom Gold getrennt haben, aufgrund der Zinsängste, in Anführungszeichen, aus Goldanlegersicht. Anders sieht es dann natürlich aus bei denen, die physisch kaufen, die legen es einfach im Tresor. Da sind natürlich höhere An- und Verkaufspreise, die schon daran hindern, überhaupt wieder das Gold aus dem Tresor rauszunehmen.
Wenn wir jetzt mal einen Blick auf die, ich sag mal, spekulativ orientierten Anleger setzen, die bei uns unsere Produkte kaufen, dann sehen wir ganz klar, dass man auf Zahlen wartet. Jetzt gerade Freitag die Arbeitsmarktzahlen, das wird nochmal so ein Signal sein. Da werden viele darauf warten und entsprechend sich dann positionieren. Also da ist es ein sogenanntes, wie sagt man so schön, Event-driven. Also man wartet immer wieder auf neue Zahlen, die dann den Einfluss haben, sei es Fed-Sitzungen etc. Und hier sehen wir auch in letzter Zeit öfter mal, dass die Short-Seite, also die Seite auf fallende Kurse gespielt wurde, einfach aufgrund der Tatsache, dass man hier vielleicht auch darauf setzt, dass wirklich dieser Zinseffekt kommt und entsprechend Gold natürlich dadurch negativ beeinflusst wird. Und das ist halt dann der Vorteil bei den Produkten. Man kann auch auf fallende Kurse setzen und kann eben an dieser Entwicklung auch gehebelt partizipieren. Und wo liegen da die Chancen und wo liegen die Risiken? Ja, Chancen, ganz klar. Wenn es gehebelt ist, kann man natürlich eine Vervielfachung der Bewegung darstellen. Und wenn es in die richtige Richtung geht, natürlich zum Gewinn. Und da haben wir auch gleich die Risikoseite. Wenn ich gehebelt dabei bin, muss ich natürlich immer berücksichtigen, dass es ganz schnell auch zum Totalverlust kommen kann. Ganz wichtig ist natürlich auch so ein bisschen die Usancen zu kennen bei Gold und Silber. Die werden 24 Stunden gehandelt. Entsprechend kann auch 24 Stunden beispielsweise ein Knockout-Produkt ausnocken, auch außerhalb der Handelszeiten, die wir schon von 8 bis 22 Uhr haben. Also zu hohe Positionen mit zu aggressiver Position besser nicht über Nacht halten. Das sollte man berücksichtigen. Natürlich sollte man auch mal berücksichtigen, dass das Ganze in US-Dollar aus sozusagen der innere Wert in US-Dollar berechnet wird, in Euro ausgezahlt wird. Da haben wir noch ein bisschen das Thema Währung, ist aber natürlich bei Hebelprodukten nicht so entscheidend. Ganz wichtig, ich wiederhole mich gerne, erstmal die Produkte verstehen, sich schlau machen, wie diese Produkte funktionieren. Und Rohstoffmarkt ist nochmal was anderes als die Aktienmärkte. Also da muss man ein Verständnis haben, sollte sich natürlich im Vorfeld informieren. Last but not least natürlich auch nochmal auf die Bonität des Emittenten achten. Matthias Hüppe, vielen herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, das war die aktuelle Ausgabe der Anlageidee mit der HSBC Deutschland. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.